Wir sind heute hier erschienen, um uns ein Bild über die Verkehrssicherheitswoche zu machen. Schwerpunkt sind dabei natürlich Schüler dieser Schule, junge Fahrer. Die Personengruppe 18- bis 24-Jährige hat sich erweitert auf 17 begleitetes Fahren, die leider am meisten Unfälle im Straßenverkehr verursachen. Und nicht, weil sie wollen oder es nicht können, sondern weil es einfach an Erfahrung mangelt. Um denen entgegenzuwirken, haben wir diese Verkehrswoche jährlich ins Leben gerufen, mit vielen Aktionselementen, um zu erfahren, wie sich ein Unfall vermeiden lässt, einfache Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Situationen, was man macht, wenn man zum Beispiel in einen Unfall verwickelt ist und auf einem Dach landet. Dazu haben wir einen Überschlagssimulator. Wie befreit man sich, damit man sich keine schweren Kopfverletzungen zufügt, wenn ich den Gurt löse? Wir haben einen Seh- und Hörtest. Da kann man sehen, ob sein Sehvermögen, sein Hörvermögen in Ordnung ist. Wir haben verschiedene Fahrsimulatoren zum Thema Ablenkung, Tippen tötet, zum Thema Alkohol im Straßenverkehr. Da werden Filmchen vorgeführt. Man sitzt realistisch in diesem Auto und betätigt Bremse und Gas zu verschiedenen Situationen. Es kommen Ansagen, man soll ein Handy bedienen, was man ja eigentlich nicht darf, was aber viele tun, um einem zu simulieren, wie schnell ein Unfall passiert und um es zu vermeiden, im Bestfall. Wir haben einen Gurtschlitten, der die Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h simuliert auf ein stehendes Hindernis, was auch sehr eindrucksvoll ist, was für Kräfte wirken auf den Körper bei angelegtem Gurt bei nur 50 km/h. Um den Schülern auch klar zu machen, was vielleicht bei 100 km/h passieren könnte. Und damit sie ein Gefahrenbewusstsein aufbauen und vorsichtiger werden im Straßenverkehr und ihnen bewusst wird, wie man Unfälle vermeiden kann, wie man sich verhalten kann. Das ist unser Ansinnen und ich denke, bei vielen Schülern kommt es sehr gut an. Viele stellen Fragen, sind auch gewollt, das hier zu versuchen und wir hoffen immer, dass sie es dann auch im Straßenverkehr real umsetzen. Jetzt gebe ich das Wort an Herrn Markus Müller. Ja, vielen Dank, Frau Lesi. Vor etwa 10 Tagen mussten wir in den Nachrichten hören, dass ein 19-jähriger Fahranfänger in Brandenburg mit dem geliehenen Geländewagen seiner Mutter gegen einen Baum gefahren ist. Er verletzte sich dabei schwer. Seine 3 Insassen verstarben. Sie waren vermutlich nicht angegurtet und der Fahrer stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Damit sowas sich nicht in Salzgitter ereignet, wird seit Jahren eine Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Und mit dieser Verkehrssicherheitswoche wollen wir gerade die gefährdeten Jugendlichen, Heranwachsenden zwischen 18 und 25 Jahren erreichen. Ich freue mich daher als Verkehrswacht, dass wir diese Projektwochen gemeinsam mit den berufsbildenden Schulen, mit der Polizei Salzgitter und mit der Stadt Salzgitter als Kooperationspartner durchführen. Ein weiterer Kooperationspartner oder weitere Kooperationspartner sind die Verkehrswachten aus Minden und Nordhausen, die mit ihren tollen technischen Geräten auf dem Stand der Zeit sind und so auch die jugendlichen Heranwachsenden ansprechen können. Das Ganze kostet natürlich auch eine riesige Stange an Geld und die Finanzierung wird mitgesichert einmal vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie durch die Deutsche Verkehrswacht mit dem Programm Jung, Sicher und Startklar. Bleibt mir zu hoffen, dass alle Angebote gut angenommen werden und sollte auch nur ein einziger Unfall vermieden werden durch die gesamte Aktion, haben sich Zeit, Aufwand und Geld gelohnt. Vielen Dank. Ja, auch schönen guten Tag von mir. Verkehrssicherheitsarbeit ist eine der wichtigsten Aufgaben der Niederländischen Polizei. Wir in Salzgitter nehmen die Verkehrssicherheitsarbeit sehr, sehr ernst und wir versuchen, die jungen Leute insbesondere zu erreichen und wir holen sie da ab, wo wir sie treffen. Und deswegen vielen Dank an die berufsbildenden Schulen, dass wir wieder hier sein dürfen. Und wichtig dabei ist, du musst die jungen Leute interessieren, du musst sie ansprechen. Und deswegen toll, was die Verkehrswachten hier aufbauen, was über die verschiedensten Träger und Partner hier zusammengekommen ist. Ich glaube, damit erreichen wir die jungen Leute und damit können wir auch versuchen, bei ihnen Verhaltensänderungen oder Verhaltensbeeinflussungen durchzusetzen. Und wie Markus Müller schon sagte, wenn auch ein Unfall dadurch vermieden wird, wenn eine schwere Folge reduziert wird, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Ich glaube, diese Verkehrssicherheitswoche hier in der BBS Salzgitter-Friedenberg ist eine der Leuchtturmprojekte auch in der gesamten Region. Und von daher schließe ich mich dem Dank, der meiner Vorredner auch gerne ansagt, das ist toll, dass wir wieder hier sein können, dass wir dieses Jahr auch wieder in Praxi hier vor Ort arbeiten können. Und wenn man hier durch die Reihen geht und die jungen Leute erlebt, dann merkt man, das kommt an. Und damit sind wir genau auf der richtigen Spur. Vielen lieben Dank auch von der BBS Friedenberg, dass Sie das organisiert haben. Es ist ja im letzten Jahr ausgefallen und wir sind sehr froh, dass es in diesem Jahr stattfinden konnte, weil es ist ein Stück Normalität für die Schüler. Ja, das wird sehr gut angenommen. Ich glaube, pro Woche, pro Tag gehen ja mehrere hundert Schüler an die ganzen Stationen. Die machen das wirklich sehr gerne und das vermittelt einfach in diesen chaotischen Zeiten ein Stück Normalität, ein Stück normalen Alltag. Und das freut uns sehr und vielen lieben Dank. Ja, die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Unfallfolgen ist eines der strategischen Ziele der Landespolizei Niedersachsen. Insofern, Frau Lacy, gut angelegte Zeit. Wir erreichen hier eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und die Wirkung, die wir damit erzeugen, erzeugen wir nur, wenn wir das Ganze im Netzwerk machen. Insofern bewusst und gewollt neben Polizei, Verkehrswacht, berufsbildende Schulen. Gut angelegte Zeit und ich bin gespannt auf die Reaktion und die Rückmeldung, die an und für sich nur eine positive und eine gute sein kann.